Wir sind hier in unserer Reihe Berufung und großartig ist, dass Bischof Dominikus hier bei uns und auch mit uns über, oder mit mir in diesem Fall, über Berufung sprechen möchte. Herzlich willkommen. Danke, herzlich willkommen hier bei uns in der Hauskapelle des Bischofshauses. Genau, wir dachten, die Hauskapelle des Bischofshauses ist ein sehr würdiger Ort, um über Berufung zu reden. Vielleicht einmal grundsätzlich, wie würden Sie sagen, ist Berufung überhaupt? Wie kann man das definieren? Kann man das überhaupt definieren? Ich glaube, es kommt darauf an, wen fragen Sie. Wenn Sie mich als Juristen fragen, dann würde ich sagen, das ist die Überprüfung eines Urteils in einer höheren Instanz. Nennt man Berufung. Fragt man einen Theologen, dann geht es eher so um die Beziehung mit Gott. Wie stelle ich mich der? Wie werde ich überhaupt mit Gott in Beziehung treten? Und ich glaube, da sind dann die Bilder von Berufung sehr weit und groß. Wenn ich alleine so ans Alte Testament denke, wo dann ein Prophet einfach bei jemand vorbeigeht, ihm den Prophetenmantel überwirft und sagt, du bist es jetzt. Bis hin zu einem Paulus, wo Jesus ihm selber auf dem Weg erscheint vor Damaskus, ein ganz konkretes Erlebnis. Da kann ich jetzt so wieder nicht mit dienen, wenn ich an meine Berufung denke, dass es eher so ein langsames Entwickeln war. So der typische Messdiener in der Pfarrei zu spüren, ich engagiere mich dort und merke, ja, das ist irgendwo meins. Und daraus ist eher dann auch meine Berufung entstanden, zu schauen, wie kann ich mich in dieser Kirche engagieren und vor allem, und ich glaube, das geht jeder Berufung voraus, was hat Gott vielleicht mit mir vor? Ist vielleicht Berufung gar nicht so sehr mein Tun, sondern eher sein Tun an mir. Also dass all dem, was wir Berufung nennen, ein Interesse Gottes an uns Menschen steht. Und das ist für mich eigentlich auch immer wieder, ob als Mönch, als Bischof, wichtig gewesen, dass ich davon lebe, dass Gott eben mit uns in Beziehung tritt zunächst und wir aufgefordert sind, eine Antwort zu geben. Und das heißt dann, jeder Mensch hat eigentlich eine Berufung. Kann man das sagen? Ja, denn jeder ist ja von Gott angenommen. Jeder ist von Gott wirklich auch in die Entscheidung vielleicht gebracht. Stelle ich mich dem, was diese Botschaft Gottes bedeuten kann? Versuche ich, in Beziehung zu treten mit diesem Gott, sehr persönlich erstmal? Und was kann ich daraus vielleicht dann für mein Leben, für den konkreten Alltag auch lernen, daraus ableiten, wenn ich eben dann sehe, wie ist das mit diesem Evangelium Jesu und wie stelle ich mich dazu? Deswegen, ich glaube, dann beginnt das, was wir oftmals als Berufung dann erstens im Blick haben, also bin ich jetzt berufen, das oder jenes zu tun. Ich glaube, davor steht eben dieses Interesse Gottes an uns und das ist an allen Menschen. Und deswegen, ich glaube, auch Eheleute sind berufen, Alleinlebende sind berufen, weil sie immer wieder in diese Diskussion sich hineinbegeben. Wie können wir eine Antwort geben mit unserem Leben, ob als Ehepartner, ob als Alleinlebende, ob als Gemeinde, wirklich zu reagieren auf diesen Gott, der ein Interesse an uns hat. Also vor 43 Jahren sind Sie ins Kloster eingetreten und haben Sie ja gerade gesagt, das hat langsam angefangen, ne, mit Messdiener und so weiter. Wie war denn der Entschluss, das dann schlussendlich zumindest zu versuchen, ne, da als Neuer ins Kloster zu gehen? War das sehr kribbelig mit vielen Zweifeln oder sehr überzeugt und dann kamen Zweifel oder wie ist das gelaufen? Für mich spielte eben gerade in der Zeit auch in der Pfarrei, als Messdiener, als später als Verantwortlicher, als Küster, Liturgie eine Rolle. Ich glaube, das, was unser Glaube ausmacht, ist immer auch die Gemeinschaft, das gemeinsame Feiern, nach Formen zu schauen, die jetzt dran sind. Und da hat mich natürlich immer begeistert, dass eine solche Mönchsgemeinschaft wie eben Königsmünster, die in der Nähe meiner Heimat liegt, etwas ganz anders zelebrieren kann, als wie ich das alleine oft kann. Da bin ich immer darauf angewiesen, wie reagiere ich da drauf, was kann ich machen. Eine Gemeinschaft lebt davon, dass die unterschiedlichen Charaktere zum Ausdruck kommen
und damit auch dann die Liturgie vielleicht viel mehr ein heiliges Spiel wird, weil viele sich einbringen. Ich fand das begeisternd, vielleicht kennen Sie das, die Abtei Melk in Österreich hat einen großen Hochaltar und dessen Konzept ist wirklich eine Bühne. Auf dieser Bühne treten quasi verschiedene Personen auf. Und ich glaube, so ist oft auch eine Liturgie. Und das hat mich begeistert, angezogen, sodass ich es mir vorstellen konnte, sicher nach einem langen Hin und Her, auch nachdem ich meine Freundschaft mit einer Freundin beendet hatte, dass ich diesen Weg gewählt habe ins Kloster. Weil plötzlich spürte, da ist etwas, was mich anzieht. Da ist eine Lebensform, die fordert mich heraus. Und das, oder besser gesagt, dieser Frage, der Herausforderung, wollte ich mich wieder stellen. Was hat denn damals das Umfeld gesagt? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Haben die Leute gesagt, ja genau, das endlich macht das, das passt zu ihm? Ja, oder waren auch so, was soll das denn? Oder? Sehr unterschiedlich. Der enge Freundeskreis oder die Familie haben eher gesagt, das haben wir immer gedacht, dass du mal den Schritt gehst. Andere eher skeptisch, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass jemand, der sonst im Leben voll steht, plötzlich ins Kloster geht. Und dann kommen ja die Bilder, die wir oft vom Kloster haben, zur Mauern. Was ist das alles? Ich bin in eine Abtei eingetreten, die mit Jugendarbeit, mit Schule nach außen auftritt. Und von daher war auch die Kombination, etwas Aktives zu haben, dann aber auch wieder die Momente in der Gemeinschaft, wo man sich zurückzieht, wo man sehr deutlich aus der Liturgie heraus lebt, fünfmal am Tag, immer wenn er sich neu verortet bei dieser Frage, wo sind eigentlich die Quellen meines Lebens, das war für mich entscheidend und hat mich dann eben auch gedrängt, diesen Schritt zu tun. Ja, als Mönch, also ich würde mal behaupten, das Leben als Mönch ist ja höchstwahrscheinlich doch sehr anders, also zumindest wenn man im Kloster lebt, als, ja, wenn man dann jetzt Weihbischof ist und dann wahrscheinlich werden Sie noch rausfinden als Bischof. Also man ist ja doch zu einem, also dieses, ne, in der Regel des heiligen Benedikt steht, dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen oder der Beziehung zu Gott könnte man es ja auch übersetzen, ist nichts vorzuziehen. Inwiefern ist diese, ja, machen es die neuen Aufgaben schwer, das eigentlich zu leben, was am Anfang mal das Ziel war? Sicher ist es in der Gemeinschaft immer einfacher, wenn die Glocke erklingt, so heißt es ja bei Benedikt, alles liegen lassen, ab zur Kirche. Das ist natürlich einfacher, als wenn ich jetzt sehe, wie schaffe ich in meiner Tagesordnung, die teilweise eben auch von außen bestimmt ist, durch Termine, durch Visitationen, wenn ich irgendwo im Bistum unterwegs bin, wie schaffe ich dann aber diese Rückbindung und eine solche stille Zeit einzuplanen, die mir wichtig sind, weil ich brauche diese Kraftquelle Gottes. Ich spüre oftmals, wenn ich am Schreibtisch saß, etwas schrieb, ich war froh, dass die Klingel ging, denn ich wurde auch herausgerissen aus dem Rhythmus, den man so dann sich angewöhnt am Schreibtisch. Viele Dinge fängt man auch ans Grübeln, kommt gar nicht weiter. Da war diese Unterbrechung gut, sodass man eigentlich nochmal neu mit einem anderen Blick an die Sache herangehen konnte. Und deswegen davon bin ich überzeugt, dass Unterbrechungen im Alltag eigentlich unserem Leben gut tun. Und ich fülle diese Unterbrechung einfach mit einem kurzen Gespräch mit Gott, eine Vergewisserung oder einfach nur da zu sein, sich in eine Kirche zu setzen. Ach Gott, du bist da, ich bin da, wir müssen nicht viele Worte machen. Aber das gibt mir wieder neue Kraft, auch dann durchzustarten. Und das habe ich bisher als Weihbischof in Paderborn sehr deutlich gespürt. Solche kleinen Tankstellen, die tun gut und die möchte ich eigentlich mitnehmen, auch hier nach Osnabrück, dass ich immer wieder zwischendurch mich da verorte, wo ich spüre, da liegt eine Kraft für dich. Ja. Zum Abt, also Abt ist ja der Leiter des Klosters, ne? Ein bisschen vereinfacht gesagt, und zum Bischof sind Sie ja gewählt worden. Inwiefern, das sucht man sich ja nicht aus sozusagen, ich werde das jetzt mal, inwiefern ist das denn Berufung? Ich könnte jetzt mit Paulus argumentieren, der ja in seinen Briefen schreibt, dass die Berufung wird von anderen an mir erkannt.
Ah, okay. Und nicht so sehr so, ich habe eine Berufung und jetzt will ich das und das tun. Sondern andere erkennen an mir, dass da etwas ist an Charisma, so nennen wir es meist jetzt, oder als Fähigkeit, als Begabung, die in der jetzigen Zeit für die jetzige Situation vielleicht angebracht ist. Und ich denke, das war sehr deutlich bei der Wahl auch als Abt, dass die Gemeinschaft überlegt hat, was brauchen wir jetzt? Und ich kann ja nur hoffen, dass das Domkapitel von Osnabrück sich auch sowas überlegt hat. Was brauchen Sie jetzt? Und man kannte mich ja aus der Bischofskonferenz, aus den entsprechenden Kommissionen der Bischofskonferenz, in der ich tätig bin, dass man sagt, ja, das könnte jetzt eine Form sein. Oder dass man überlegt hat, ja, wir nehmen auch einen Ordensmann, der vielleicht dann auch mal in der heutigen so unbewegten Zeit doch auch noch mal die Spiritualität der Orden mit einbringt. Baptist Metz hat mal ja einmal gesagt, es ist die Zeit der Orden. Und andere sagen, es kommt jetzt wieder die Zeit der Orden. Es kann sein, dass das eben auch Argumente waren, dass das Kapitel mich dann gewählt hat. Bisher hat noch keiner etwas rausgelassen. Warum? Ich werde es versuchen zu erhellen. Ja, das wäre ja durchaus spannend. In der Regel des heiligen Benedikts, also das ist die Ordnung, wie ein benediktinisches Kloster organisiert ist, steht ja auch ein ganzes Kapitel darüber, wie der Abt das Kloster leiten soll. Und ich muss ehrlich sagen, bin davon sehr beeindruckt, wenn ich das lese, weil die Anforderungen an einen Abt sind sehr, sehr hoch, was die Verantwortung für die Mönche angeht und überhaupt die Verantwortung für das gesamte Kloster. Wenn man das liest, also kann sich das irgendwie auf das Bischofsamt übertragen lassen? Und wie geht man mit so einer Fülle an, wenn einem so viel Verantwortung übergeben wird, wie geht man denn damit um? Also mir wird es, ich fände es schwierig. Sicher ist sowohl in der Regel des heiligen Benediktes alles sehr konzentriert auf den Abt. Er soll alles so regeln, dass die Gemeinschaft dem eigentlichen Ziel ihrer Berufung, ihrer Beziehung zu Gott nahe kommt. Ist das nicht letztlich auch die Aufgabe eines Bischofs, dass er mit seinen Gemeinden schaut, wie können wir dieser Spur Jesu im Heute wirklich begegnen? Wie können wir auch eine Antwort darauf geben und dementsprechend auch handeln? Von daher ist es ähnlich, aber ich bin sowohl als Abt als auch dann als Bischof immer darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die mit mir diesen Weg gehen. Das war schon im Kloster, dass es eben dieses dritte Kapitel in der Regel gibt, dass alle zum Rat zusammengerufen werden sollen. Und Benedikt fügt ja sogar hinzu, und man soll gerade die Jungen hinzunehmen, weil sie oft noch mal etwas anders denken. Und ich glaube, auch das kann ich übertragen in ein Bistum hinein, in die Räte, in die Gremien. Wir wollen ja miteinander dem Evangelium Jesu Christi wieder einen Stellenwert geben, ja. Und von daher, es ist sicher ein hoher Anspruch, in dem man erstmal sprachlos wird. Als der Weihbischof Wübbe mich dann anrief und mir die Frage stellte, ob ich die Wahl annehme, konnte ich nur mit Schweigen reagieren erstmal. Denn damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist eine Frage, die holt einen plötzlich ein. Habe aber dann seit der Bekanntgabe und in den letzten Wochen gespürt, mit wie viel Wohlwollen ich hier in Osnabrück aufgenommen werde, höre auch die hohen Erwartungen, aber gleichzeitig steht oft in den Briefen, aber wir sind ja auch da, gehen Sie mit uns. Und das macht dann wieder Mut, miteinander Kirche zu gestalten, miteinander dem Evangelium auf die Spur zu kommen. Wenn man sich so ein bisschen mit Ihrer Vita beschäftigt, sieht man, also meint man eine weitere Berufung zu sehen, nämlich das, was das Kirchenrecht ist oder ja, Rechtsfragen vielleicht im Allgemeinen, zuerst eine Ausbildung zum Justizangestellten und dann später im Studium eine Spezialisierung auf Kirchenrecht bis hin zum Professor für Kirchenrecht. Inwiefern ist denn sowas, also so eine, ich sag mal, Profession auch eine Berufung? Ja, diese Profession hat ja schon viel mit Berufung auch zu tun. Genau. Jemand erkennt, da ist etwas, was mir liegen könnte. Und das habe ich immer ein Interesse eben an so rechtlichen Dingen gehabt.
Jetzt aber nicht rechtliche Dinge, um einzugrenzen. Den Eindruck habe ich oft, wir versuchen gerade in der Kirche mit Kirchenrecht alles irgendwie so einzudämmen. Ich sehe das eher als einen Erweiterungshorizont. Es wird ein Rahmen gegeben, in dem ich bewegen kann. Diesen Rahmen, den muss ich dann gestalten. Ständig gegen die Ecken anzulaufen, hilft mir nicht viel, weil sie auch durch andere nochmal bestimmt sind. Das ist ähnlich wie beim Grundgesetz. Ich kann nicht ständig dagegen agieren wollen, denn es ist durch andere definiert und damit auch Grenzen definiert. Aber wie ich etwas ausgestalte, wie ich als Gemeinschaft damit umgehe, das hat mich immer interessiert und so verstehe ich Kirchenrecht und so habe ich auch Kirchenrecht in Wallen da meinen Studentinnen und Studenten gelernt, dass man eben diese Räume, die da sind, nutzt. Recht ist auch eine Möglichkeit, dass ich nicht jedes Mal jeden Begriff neu definieren muss, wie er denn heute wohl definiert wird. Das kann auch Sicherheiten geben. Und auch das erlebe ich in der Begegnung mit Menschen, dass zurzeit viele verunsichert sind. Und ich glaube, beides zusammenzubringen, das hat etwas dann vielleicht mit meiner Person zu tun, Menschen eine Sicherheit geben, aber gleichzeitig mit ihnen auch Räume zu ertasten, wie weit kann es gehen. Und deswegen würde ich sagen, ja, hinter jeder Profession eines Berufes, eines Arztes, einer Krankenschwester und auch eines Pastoralreferenten, einer Gemeindereferentin, steht immer auch das Wort der Berufung, wenn ich eben das immer wieder in den Kontext mit Gott setze. Als Wahlspruch, schon als Abt, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie: Durch Christus werden wir alle zusammengeführt, ausgewählt, und das bleibt ja auch der Wahlspruch, dann auch als Bischof. Wieso dieser Wahlspruch? Es gibt ja eine Menge Möglichkeiten. Sicher gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, aber mir ist in der letzten Zeit aufgegangen, bei all unseren Diskussionen, es gibt eine Mitte und die ist Christus. Es gibt jemand, der für uns das Leben will und wir können nur durch ihn dahin geführt werden. Denn man merkt ja, dass ganz viele Versuche auch in der Kirchengeschichte, die Kirche in eine bestimmte Richtung zu drängen und so, gescheitert sind. Ich glaube, auch jetzt in der ganzen Veränderungs- und Transformationsphase von Kirche bis hin in unseren synodalen Weg ist es notwendig, dass wir diese eine Mitte nicht aus den Augen verlieren und gleichzeitig auch vertrauen, dass er uns führt und wir nicht immer alles selber machen müssen. Und daher dieses: Durch Christus werden wir zusammengeführt. Und das ist ja sehr deutlich eben im Wahlspruch, aber auch dann nochmal ein wenig angereichert ja auch bei meinem Bischofswappen, was dann ja in Zukunft nochmal etwas erweitert wird, dass da die Symbole der, eben des Bistums Osnabrück und Paderborn nochmal aufleuchten. Es leuchtet auf meine Herkunft, das entsprechende Kreuz, Kölner Kreuz, weil das Südsauerland früher nach Köln gehörte. Und dann gibt es was sehr Persönliches und da ist das Rechtliche dann auch wieder. Mich hat schon als Jugendlicher und später immer wieder begeistert die Geschichte der Geschwister Scholl eben in dem Die Weiße Rose. Und deswegen wird die Weiße Rose auch jetzt wieder in meinem Wappen sein. Und da zieht sich so ein bisschen der Rechtler und der Theologe und mein Interesse an Historien und solchen Entwicklungen auch wieder durch. Sie haben schön gesagt, ne? Wir müssen das ja alles nicht alleine machen, beziehungsweise das ist vielleicht ein Wesenszeichen von Christinnen und Christen, dass sie eben die Überzeugung in sich tragen, dass man die Dinge, die man zu erledigen hat, nicht alleine tun muss. Im Gegenteil, dass man darauf hoffen kann, dass der Herr dabei ist. So ähnlich ist es ja bei Berufung auch, dass man sagt, ne, also Berufung kann man nicht machen, da kann man jetzt, man kann sich da gut drum kümmern, wenn Leute das äußern und man kann darüber Auskunft geben, über die persönliche Berufung und so, aber machen kann man sie nicht. Und es wird ja wahnsinnig viel gebetet für Berufung, es gibt ja einen Gebetstag für Berufung und die Klöster, weiß ich, das Kloster hier am Hasetor, die beten auch um Berufung. Aber die Statistik ist klar, früher gab es mehr und es wird eher weniger, zumindest in Westeuropa. Was will uns der Herr damit sagen, wenn wir beten und es passiert immer weniger? Schwierige Frage. Was der Herr sagt, kann ich schlecht beantworten. Ja, klar. Aber ich glaube, in dem Sinne
dass wir vielleicht auch zu eng immer auf Berufungen geschaut haben. Da war es ja meistens, wir beteten am Anfang nur um Priesterberufe. Ja. Jetzt haben wir so in den letzten Jahren das schon etwas geweitet. Dass wir vielleicht an dieser Frage noch offener werden müssen. Ich glaube eben auch, dass das Gebet ist was Tragendes. Aber hinzukommen muss deutlich, dass Menschen über ihre Berufung sprechen. Wo tun wir das? Wo outet sich jemand, dass ihm Jesus Christus wichtig ist, dass er auf diesem Evangelium sein Lebenshaus aufbauen will? Das ist in unserer Gesellschaft sehr selten geworden. Und ich glaube, die Kombination von beiden, das dem Herrn immer wieder anzutragen, wir brauchen Menschen, die mit uns dein Evangelium verkünden und umgekehrt dann wieder auch zu sehen, ja, wo sind Orte, Erlebnisorte von Glauben? Und das wird ja auch eine Frage sein, ich denke auch hier im Bistum in der nächsten Zeit, wo kann ich den Glauben erfahrbar machen? Ist es die klassische Pfarrei? Sind es geistliche Zentren? Sind es unsere Klöster? Sind es Jugendakademien? Wo ist eigentlich der Ort? Und dann wünsche ich mir, dass die Leute, die dort aktiv sind, mehr von ihrem Glauben und weniger von der Struktur reden. Und ich glaube, das ist ein für mich wenigstens wichtiger Schlüssel. Wenn jetzt jemand meint, ich weiß es nicht genau, aber ich habe da was, was ich vielleicht Berufung nennen würde, etwas, was in mir mich nicht in Ruhe lässt im guten Sinne, mich bewegt. Was wären denn die ersten Schritte, um so einer Berufung nachzugehen, wenn man meint, da ist was? Erstmal selber zu schauen, was ist da? Das heißt, erkenne ich schon etwas, dann wäre der nächste Schritt mit anderen genau in diesen Austausch zu kommen, zu schauen, ob mit an diesen Orten, die ich als Lebensorte oder Glaubensorte bezeichne, mit anderen darüber zu sprechen. Und wie reagieren die? Bestärken die mich? Sagen die, ja, das haben wir immer von dir gedacht, dass du sowas machst, so wie bei mir? Oder sagen die, das passt doch nicht zu dir, dass ich dann wieder darüber reflektiere. Und ich denke, das Gespräch eben mit Seelsorgenden zu suchen, es ist immer wieder dieses Sprechen, weil wir verstummen dann allzu schnell. Und ich glaube auch, dass in unserer jetzigen Gesellschaft zu schnell junge Menschen verstummen, wenn das Thema Berufung kommt, weil ganz falsche Bilder da sind, überhöhte Bilder da sind. Anstatt zu sagen, es geht doch um mich, meine Beziehung zu diesem Gott, der mir wichtig ist, das, was wir so ein bisschen vielleicht aus den Weltjugendtagen ja auch schon gelernt haben. Night Fever versucht das ja so ein bisschen, dass wir diese Möglichkeiten eigentlich nutzen. Also das heißt letztlich Berufung wichtig nehmen, der folgen, aber auch nicht zu hoch hängen, um es zu unerreichbar sozusagen und zu schwer zu machen sozusagen. Ja, weil sonst läuft man immer unter der Latte durch, aber man versucht nicht diesen Sprung ins Leben. Ja? Und ich denke, irgendwann muss ich springen, muss sagen, ich versuche es wenigstens. Und ich denke, das ist ja auch die Offenheit, dass all diese, eben in unserem Kontext von Kirche, Berufungen, ja immer Phasen der Eingliederung, der immer wieder neuen Entscheidung haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich nur den Schritt gehe, denn sonst werde ich irgendwann mal dem Ganzen noch nachtrauern mit diesem Satz, hätte ich doch mal. Ja? Ich glaube, es zu tun und da den Mut einfach zu haben, so würde ich jeden jungen Menschen ermutigen. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch über Berufungen und Berufung. Und ja, wenn euch interessiert oder wenn ihr noch Fragen zu Berufung habt, hier drunten gibt es Kommentare, schreibt die Fragen rein. Wir leiten sie weiter und sehen, was wir beantworten können. Dankeschön. Ich danke für das Gespräch. Ja.